Ja, aus dem sonnigen Jarama. Das ganze Jahr erzähle ich irgendwelche Storys. Wie liegt mir die Rennstrecke? Wie kann ich mich verbessern? Was passiert beim nächsten Rennen? Ich denke, es ist auch mal an der Zeit, zu sagen, wo der Erfolg herkommt. Natürlich der Fahrer. Aber gehen wir einfach mal nach hinten, dann schauen wir mal, was da los ist. So, einmal der Truck. Wir haben hier Papa. Ohne Papa hätte die ganze Sache ja gar nicht angefangen. Vor Jahren war es sein Hobby. Dann hat er mir das Lenkrad übergeben. Heute sind wir 5-mal Europameister. Danke, Papa. Diana. Man muss auch ehrlich sein, ich kann mich darauf konzentrieren, Rennautos zu bauen, Rennautos zu fahren, manchmal Blödsinn rauszuschwätzen. Und wenn dann im Hintergrund alles läuft, mega. Und so soll es ja auch sein. Aber trotz alledem müssen wir die Rennautos bauen, betreuen, pflegen, warten, meine Unfälle reparieren. Wobei die meisten Unfälle zwischen Park Vermé und Fahrerlager passieren, weil ich mache ja kein Auto kaputt. Wir haben hier Güsi, Bati, Raik, Lucky, unser Sohnemann, fährt irgendwann auch mal Rennauto. Sven, Hansi, Rainer, Lilly, Mason, alle da. Und im Hintergrund sind natürlich genau die Leute wichtig, um diesen Erfolg auch feiern zu können. Und da bin ich dankbar dafür. Und jetzt sind wir in Jarama und wir geben alle gemeinsam, man sieht ja meine Lache im Gesicht. Wir geben alles und versuchen hier nochmal so richtig geile Siege reinzufahren. Rennrad Rennen zu fahren. Ja, es war geil. Gibt es eigentlich keine Worte dafür. Ich bin mega happy. Mega happy.